Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ja, einiges wird immer wieder vorgetragen und auch Herr Kühn, ich sage Ihnen immer wieder, bitte, ich habe sehr große Achtung vor Ihnen, aber einfach nicht irgendwas in den Raum stellen, was nicht stimmt. Sie sagen, es entstehen sehr breite Seitenräume entlang der Königsbrücker Straße, also auf 2/3 der Strecke überhaupt nicht, bis zur Post nicht und ab dem Bischofsweg nicht. Und auch auf dem mittleren Stück am Café Europa, bitte überprüft das, Presse, wenn ich lüge, dann mich steinigen, ja? Am Europa oder direkt daneben 1,90 Meter hinter der Fahrgastunterstand. Ja? 1,90 Meter ist der Gehweg breit. 1,90 Meter. So, der begehbare Weg. Und die anderen Gehwege sind auch winzig schmal. Ob die Bäume alle fallen oder nicht, weiß kein Mensch. Es wird immer nur in den Raum gestellt, sie fallen. Sie sind aber an der Bautzner Straße nicht gefallen. Dann, wo ist hier die Präsentation? Hier. Dann heißt es, wir können nicht ohne Planfeststellungsverfahren die 3 Meter einrichten. Das ist ein Bild von der DVB. Grün heißt 3 Meter. So, das waren Konjunkturpaket 2 Mittel. Das waren Konjunkturpaket 2 Mittel. Herr Köttnitz kam in den Ortsbeirat und hat gesagt, jo, wir machen das jetzt so. So. Hier, Bautzner Straße. Da waren große Planungen, Herr Lichti war auch mit dem Ortsbeirat, auch vierspurig sollte es ausgebaut werden. Die Anwohner, die riesigen Villen, haben sich beschwert. Plötzlich kommt Herr Göttnitz in den Ortsbeirat und sagt, ach ja, nee, wir haben uns das überlegt, wir machen das im Bestand. Das geht viel schneller. Und was war von Vorstellung Ortsbeirat bis Bauende 2 Jahre? So, kann man mir nicht erzählen, dass es nicht geht. Auch hier oben, Herr Zastrow wird sich noch erinnern, oder die FDP hat damals große Kampagne gefahren gegen die 3 Meter. So, ja, ist auch gegangen, kein Problem. Es kann ja sein, dass sich irgendwelche Gesetze jetzt geändert haben, aber hier sind aus den letzten 10 Jahren 3 Beispiele, wo das mit den 3 Metern gegangen ist. So, dann haben wir hier die Kfz-Zahlen. Warum ist die Königsbrücke ein Politikum geworden? Wegen dem blauen Punkt da oben. In den 90er Jahren war die Königsbrücke eine Staufalle. Das war quasi aber auch die Straße von Berlin nach Prag. So. Und seitdem ist der Verkehr weiter zurückgegangen. Die blauen Punkte sind städtische Messungen. Die schwarzen Punkte sind Messungen der Bürgerinitiative. Und ich würde mal sagen, wir sind jetzt auf einem Niveau angekommen und auch schon lange angekommen. Herr Böhm, das hat nichts damit zu tun, dass die Leute da nicht langfahren wollen. Das hat damit zu tun, dass A, ich gebe es ja zu, die Autobahn gebaut wurde. Das war ein großer Schluck. B, die Waldschlösschenbrücke, die gebaut wurde, um extra die Königsbrücke zu entlasten, damit wir die nicht so breit ausbauen müssen. Ja, und zum C ist es wahrscheinlich allgemeiner Umschwung hin, also weg vom Auto und eher zu Fuß und Rad, weil die Neustadt so voll geworden ist, dass viele Leute gar kein Auto mehr haben. Herr Böhm, ich finde es schon wirklich, ja, ich will sagen, da fehlt es an Staatsverständnis, wenn Sie zu Menschen, die Eingaben machen in einem Planfeststellungsverfahren, sagen, die stören. Ja, es ist das Planfeststellungsverfahren. Das Planfeststellungsverfahren hat gerade die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Öffentlichkeitsbeteiligung ist dazu da, dass man sich beteiligt. Und offenkundig, ich habe Stunden mich mit den Plänen beschäftigt, ja, offenkundig haben ich oder haben wir oder haben andere Leute, es sind ja auch wirklich, ich kenne ja nur ein Zehntel der Eingaben, 90% weiß ich ja gar nicht, wo die hergekommen sind, haben die so viele Punkte gefunden, dass eine erste Tektur, also eine Überarbeitung und eine erneute Offenlage notwendig war. Und ich habe mir die neuen Pläne ganz genau angeguckt und an vielen Stellen sieht man die Verzweiflung, weil man nämlich die Ansprüche gar nicht zusammenbekommen kann, weil diese Straße schon so breit ist, dass man da überhaupt nicht sinnhaft mit dem Fahrrad irgendwie sicher rauf oder runter oder überhaupt über die Straße kommen kann. Meine Damen und Herren, jetzt habe ich mich doch ein bisschen aufgeregt. Wir sollten dringend und definitiv einmal wenigstens untersuchen, was es für Möglichkeiten gäbe, die Straße in einen tauglichen Zustand, in einen schönen Zustand zu bringen. Wir sollten die Grundlagen dafür schaffen. Und das schafft der Antrag, der vorliegt in all seinen 4 Punkten. Dankeschön.